Tja, die Bilanz. Die Bilanz ist ein verkürztes Inventar. Sie ist deshalb ein verkürztes Inventar, weil man bei ihr auf die ausführliche Darstellung, wie wir sie im Inventar vorgefunden haben, verzichtet. Beispiel: Die einzelnen Guthaben bei den Kreditinstituten werden hier in der Bilanz nicht mehr separat aufgeführt, sondern in einer einzigen Position zusammengefasst. Darüber hinaus ändert sich auch bei der Bilanz die Darstellungsform. Für die Bilanz verwenden wir die sogenannte Kontenform. Il conto, die Rechnung aus dem Italienischen. Ein Konto im Rahmen der Buchführung ist immer eine sogenannte zweiseitige Rechnung. Da sich diese zweiseitige Rechnung auch als großes T bildlich darstellen lässt, bezeichnet man sie auch als sogenanntes T-Konto. Im Inventar hatten wir die Gliederung in Vermögen, Schulden und Reinvermögen. Während wir das Reinvermögen auch als Eigenkapital bezeichnet haben, ließe sich für die Schulden auch die Bezeichnung Fremdkapital verwenden. Beide zusammen also als Kapital. Die Frage steht nun, wie kommt man vom Inventar zur Bilanz? Unser Vermögen geht auf die linke Seite der Bilanz, das Kapital auf die rechte Seite der Bilanz. Die linke Seite dieser Bilanz bezeichnen wir als Aktiva, die rechte Seite als Passiva. Während die Vermögens- oder auch Aktivseite der Bilanz Auskunft gibt über die Verwendung der im Unternehmen gebundenen finanziellen Mittel, informiert die Passivseite darüber, woher diese Mittel kommen, also über die Mittelherkunft. Kapital an sich ist passiv. Es vermehrt sich von sich aus nicht. Es muss aktiviert, es muss investiert werden. Daher auch diese Begrifflichkeiten passiva, aktiva. Ein Beispiel soll das verdeutlichen. Nehmen wir an, in unserem Vermögen würde sich ein Einfamilienhaus im Wert von 200.000 Euro befinden. Zur Finanzierung dieses Einfamilienhauses wurde ein Darlehen über 150.000 Euro aufgenommen. Dieses Darlehen stellt Fremdkapital dar. Um nun diese Finanzierungslücke auszugleichen, war es erforderlich, insgesamt 50.000 Euro Eigenkapital einzusetzen. Dieses Beispiel verdeutlicht schon wieder eine ganz entscheidende Eigenschaft der Bilanz, nämlich die sich auch aus dem Begriff der Bilanz her ableiten lässt. La Bilancia, italienisch, steht nämlich für die Waage. Und genauso wie die Waage in unserem Bild, muss auch die Bilanz immer ausgeglichen sein. Das heißt, die Summe der Aktiva entspricht der Summe der Passiva. Tja, das war's schon wieder zur Bilanz. Die Bilanz ist wie ein Polaroid der Vermögens- und Kapitalsituation des Unternehmens. Das bedeutet aber auch, dass jeder Geschäftsfall des Unternehmens zu einer Veränderung dieser Bilanz führt. Die Wertveränderung dieser Bilanz lassen sich in vier Grundfälle aufteilen, mit denen wir uns in der Folge hier beschäftigen wollen. Ausgangspunkt soll eine sehr einfache Bilanz sein. Wir haben auf der Aktivseite ein Bankguthaben in Höhe von 10.000 Euro. Diese 10.000 Euro wurden vom Unternehmen aus eigenen Mitteln aufgebracht. Das bedeutet also, dass das Eigenkapital ebenfalls 10.000 Euro beträgt. Es geht zunächst um eine Barauszahlung von 5.000 Euro. Diese führt dazu, dass zunächst das Bankguthaben um 5.000 Euro im Wert abnimmt und die Bilanz damit unausgeglichen wäre. Der Ausgleich erfolgt dadurch, dass auf der Aktivseite eine neue Position hinzukommt, nämlich die Kasse, in der sich jetzt das Bargeld befindet, ebenfalls im Wert von 5.000 Euro. Die Bilanz ist ausgeglichen, es wurde lediglich ein Tausch auf der Aktivseite vorgenommen, man spricht deshalb auch von einem sogenannten Aktivtausch. Im zweiten Beispiel kaufen wir auf Rechnung Betriebs- und Geschäftsausstattung für 6.000 Euro. Auf der Aktivseite erscheint eine neue Position. BGA steht hier für Betriebs- und Geschäftsausstattung. Der Ausgleich der Bilanz erfolgt dadurch, dass auf der Passivseite die offene Rechnung erscheint.
Die offene Rechnung über 6.000 Euro sind für uns Schulden gegenüber dem Lieferanten. Diese erfassen wir als sogenannte Verbindlichkeiten. Es sind in dem Fall beide Seiten der Bilanz betroffen. Der Wert der Bilanz vergrößert sich. Man spricht auch von einer Aktiv-Passiv-Mehrung oder von einer Bilanzverlängerung. Der dritte Fall. Es geht hier um die Tilgung unserer Verbindlichkeiten. Zur Tilgung dieser Verbindlichkeiten nehmen wir ein Darlehen auf. Die Aufnahme des Darlehens führt dazu, dass natürlich unsere Verbindlichkeiten getilgt werden. Die Bilanz wäre nicht ausgeglichen, aber es erscheint natürlich das Darlehen in ebenso großer Höhe von 6.000 Euro. In diesem dritten Fall wurde hier lediglich auf der Passivseite der Bilanz getauscht. Verbindlichkeiten als Schulden gegen die Darlehensschulden. Man spricht deshalb von einem Passivtausch. Im vierten und letzten Fall wollen wir einen Teil des Darlehens durch Banküberweisung tilgen. Es geht hier um den Betrag von 2.000 Euro. Zunächst nimmt also unser Bankguthaben um diese 2.000 Euro ab. Die Bilanz wäre nicht ausgeglichen, aber natürlich verringert sich auch unsere Darlehensschuld um diese 2.000 Euro auf 4.000 Euro und damit ist die Bilanz wieder in der Waage. In diesem vierten Fall waren wiederum beide Seiten der Bilanz betroffen, die Aktiv- und die Passivseite. Die Bilanzsumme hat sich verringert. Man spricht deshalb von einer Aktiv-Passiv-Minderung oder auch Bilanzverkürzung. Zusammengefasst nochmal die vier Fälle. Einmal den Aktivtausch. Hier sind lediglich Bestände der Aktivseite der Bilanz betroffen. Als zweites den Passivtausch. Entsprechend nur Bestände der Passivseite betroffen. Die Aktiv-Passiv-Mehrung. Hier haben wir einen Zugang auf der Aktiv- und Passivseite in gleicher Höhe. Und als letztes die Aktiv-Passiv-Minderung oder Bilanzverkürzung. Hier vermindert sich die Bilanz auf beiden Seiten im gleichen Betrag. Allen vier Fällen ist gemeinsam, dass die Bilanz jeweils ausgeglichen ist.